like a Hellcat. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Herzlich willkommen nach einer, längeren Zeit, eher nicht so kurz, wieder auf meinem Kanal. Es kam jetzt in der letzten Zeit nicht so viel, ich weiß, auch nicht so viel Aktuelles, weil ich einfach gerade auch wieder im Urlaub bin. Ich bin in Österreich, gemeinsam mit ein paar Freunden. Da steht natürlich das Feiern und alles mögliche, so ein bisschen ringsrum, Gruppenaktivitäten im Vordergrund, ist ja klar. Ich hoffe, da könnt ihr mir das auch ein bisschen nachsehen, wenn ich jetzt nicht so oft hochladen kann. Genau, aber ich bin jetzt noch bis Mittwoch im Urlaub, das heißt am Donnerstag, ab der Donnerstag kann es wieder ganz normal erstmal wieder laufen. Soweit, so gut. Ich glaube, zu Deutschland brauche ich nichts mehr sagen. Das ist alles geklärt, das ist alles gegessen, das ist alles erzählt. Gestern gab es ja deswegen auch kein Video. Noch ein bisschen, natürlich noch ein bisschen Frust, ein bisschen Trauer, was auch immer. Ich sag nur, die kurzen kleinen Dinge, Schiedsrichter, Kukurea, ich glaube, da braucht man nicht mehr viel zu sagen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal nochmal hier schnell rein, gucken mal, was wir noch alles so mitnehmen können und gucken auch natürlich mal, was wir alles noch so am Start haben. Ihr habt ja schon gesehen, natürlich Cap de Vila und so, neuer Star Pass ist ja auch am Start. Also wir haben wirklich sehr viel neues Zeug bekommen. Viele Mascheranos, die ich auch noch verwenden kann, wenn ich aus dem Urlaub wahrscheinlich zurück bin. Mache ich vielleicht nochmal ein kleines Upgrade und probiere ein paar Spieler noch hoch zu leveln. Das ist so ein bisschen noch das Ziel, was ich hier verfolge. Und dann werden wir mal schauen, heute habe ich aber schon gespielt. Genau, heute habe ich es mal geschafft, hier mal durchzuballern. Perfekt auf jeden Fall. Und das heißt, wir nehmen mal hier ein bisschen was mit. Mal gucken, was wir hier bekommen. Natürlich ein paar Gems. Gems kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Auch heute nochmal ein kleines Opening natürlich machen. Mal gucken, ob wir was noch Interessantes ziehen können. Ich habe jetzt längere Zeit nicht mehr geöffnet. Mal gucken, vielleicht habe ich ja ein bisschen Packluck angespart. Man weiß es ja nicht. Vielleicht ist ja was ganz Gutes mit dabei. Vor allem kann ich jetzt nochmal schauen und nochmal gut Verlängerung. Ah, das wollte ich jetzt eigentlich nicht draufklicken. Aber vielleicht vor allem kann ich nämlich nochmal hier reingehen zum Star Pass. Das finde ich jetzt mal ganz, ganz wichtig. Denn da kann ich, glaube ich, auch nochmal ordentlich was öffnen, weil ich ja eben gerade eben ziemlich gut was mitgenommen habe aus den täglichen Quests und so. Wir gehen mal rein in Star Pass und schauen wir mal. Ah, noch mal ein paar Gems, ein paar Passpunkte. Gut, okay. Nimmt man einfach mal mit und noch ein bisschen was zum Trainieren. Ist natürlich auch in Ordnung. Also, warum denn auch nicht? Also, ich habe jetzt wie viele Gems? 8100. Ist auch eine gute Sache. Ist auch eine sehr runde, gute Sache, würde ich sagen. Wir können nochmal schauen, UEFA Euro, kann ich noch irgendwas mitnehmen? Und wenn, dann würde ich das vielleicht nochmal in einem separaten Video machen, weil ich habe jetzt ab und zu natürlich auch richtig schön gespielt und habe aber natürlich nichts ausgegeben. Das würde ich dann, wenn, dann alles natürlich mit euch gemeinsam machen, ist ja klar. Euro, Abenteuer, schauen wir mal, was wir noch so machen können. Vor allem müssen wir hier 190 Punkte noch ausgeben. Also ich glaube, das kriegt man hin. Das würde ich nicht jetzt machen, aber den 88 bis 94, komm, den können wir jetzt öffnen. Vielleicht haben wir ja sogar Glück und ziehen irgendwas Gutes. Irgendwie ein Walkout oder so. Wäre auf jeden Fall sehr interessant. Wäre auf jeden Fall sehr gut. Ja, müssen wir aber nicht. Ne? Aber man weiß ja nie bei EA. Es kann auch einfach absoluter Schmutz sein. Und es ist kein Walkout. Es ist ein 88er. Okay, gut. Das war's komplett. Ja, gut. Euro-Boni muss ich tatsächlich auch noch öffnen. Das mache ich dann aber ein bisschen privat. Und wenn es was Krasses gibt, dann kriegt ihr das natürlich auch mit. Ist ja ganz klar. Euro-Haupt. Gibt es da noch irgendwas für mich beim Meilenstein oder so zu öffnen, was jetzt irgendwie neu mit dabei ist? Ich glaube, hier bin ich ja überall durch. Und 2200 Punkte sollten eigentlich auch Bände sprechen. Das ist ja eigentlich, würde ich mal so behaupten, gar nicht mal so wenig. Und bei Euro-Boni kann ich da, ich glaube, 1600 sind das immer, die ich ausgebe. Gut, dann wird der nächste Euro-Boni ein bisschen schwieriger vielleicht, aber sonst ist ja eigentlich alles super. Was haben wir hier noch? Okay, 1 Million Münzen. 1 Million Münzen und ich würde mal sagen, wir gehen nochmal schnell rüber, natürlich zu hier Copa America. Ich wollte schon sagen, Copacabana ist was anderes. Copa America wollte ich natürlich nochmal schauen. Da können wir nämlich, glaube ich, auch nochmal was öffnen. Vor allem dann natürlich auch im Shop. Da steht natürlich auch nochmal was Kleines an hier. Vor allem mit den Gems, die ich da habe, würde sich bestimmt das ein oder andere hier auch lohnen. Ich habe noch 2 von diesen Punkten. Kann ich damit noch irgendwas öffnen? Kann ich nicht. Schade eigentlich. Schade eigentlich. Kann ich gar nichts mehr öffnen. Komisch, okay. Aber obwohl... Achso, nee, Viertelfinale. Ha, Viertelfinale geht noch.
Oder kann ich auch da nichts mehr öffnen? Stimmt, ich war ja bei Gruppenphase drin. Absolut lost. Absolut lost. Das ist ja schon viel weiter hier, das Turnier. Aber auch hier sieht es schwierig aus. Das heißt, ich muss wahrscheinlich einfach aufs Halbfinale hoffen. Okay, hab ich, da war ich einfach mal ein bisschen zu langsam. Muss ich auch einfach mal hier zugestehen. Da war ich einfach zu langsam. Ich habe das jetzt auch nicht so krass gespielt, tatsächlich, das Event. Deswegen, gut, ist halt so. Okay, habe ich jetzt auch noch nicht gespielt. Das muss ich noch machen. Kriege ich aber hin, sollte ich denken. Okay, das heißt, ich wollte mal Copa America noch den Pass anschauen, weil da habe ich, glaube ich, auch noch mal ein bisschen was zum Abholen. Sollte auf jeden Fall ganz gut machbar sein, da noch mal ein bisschen was mitzunehmen, weil ich habe auch lange Zeit dort nicht mehr geöffnet oder da was mitgenommen. Ich glaube, da kann ich auch noch mal ein paar Gems und noch ein bisschen Zeug bekommen. Vielleicht bin ich da sogar durch. Ich habe keine Ahnung, wie weit ich da aktuell bin oder ob da noch was fehlt. Cafu wollte ich mir nicht holen, weil ich den überhaupt nicht brauche. Aber wir können ja mal schauen. Ach so. Hab ich doch schon mal abgeholt. Lol. Ich habe mich so gefreut darauf. Aber am Ende habe ich es doch schon abgeholt. Krass. Hätte ich echt nicht gedacht. Okay, Shop. Dann gehen wir mal da rein. Da würde ich mal sagen, öffnen wir jetzt hier vor allem, da habe ich jetzt Bock drauf, das 3000er Angebot, genau, plus dann natürlich nochmal ein Tradable Angebot. Tradable und das 3000er, das ist so das und vor allem das 3000er Angebot bei UEFA Euro, weil da kann ich dann vielleicht noch im Umtausch ganz gut was öffnen können, oder was öffnen halt, mal sehen. Bin ich gespannt, ob da irgendwas gut drin ist, Gutes drin ist, genau. Spezial gibt es ja auch ganz viele neue, tolle Packs, was auch immer. Das Ding hier sieht sehr interessant aus. Vielleicht hole ich mir das noch, muss ich mal überlegen. 94 bis 99 ist natürlich eine ganz wilde Sache für 1,19 Euro. Also, da reibe ich mir schon ein bisschen die Finger, muss ich ehrlich sagen. Aber sonst, der Rest sieht eher nicht ganz so krass aus. Gibt es das 3000er nicht mehr? Ich schaue gerade, ach doch, hier, da ist es. Da ist es natürlich noch. Ich habe leider die Packlackpfeife nicht dabei. Ich hoffe, es geht auch trotzdem ohne. Wir gehen mal rein hier. 3000 sind am Start. Shevchenko, Butragueno, Van Basten sind die neuen Spieler. Vielleicht haben wir ja Glück, ey. Das wäre jetzt unglaublich hier. Einfach mitten in Österreich hier und einfach Glück haben. Das wäre so schön. Das wäre so schön. Aber gut, ich hatte schon so viel Packlack in der letzten Zeit. Ich gehe einfach mal rauf. Komm. Bitte, ich kann jetzt nicht so viel rumschreien. Irgendeine gute Flagge. Schottland. Stürmer, Shankland heißt der, glaube ich. Shankland oder so. Ja, gut. Das war's komplett. Der Mann ist am Start. 5000 Punkte habe ich noch. 5000 Gems. Mit denen würde ich jetzt einfach nochmal hier ein Tradable Pack öffnen. Mal gucken. Tradable. Achso, stimmt. Tradable Copa America. Weil tatsächlich dort sind die Spieler ja noch am teuersten. Wenn mich nicht alles täuscht, da kosten die 90er auch noch so gut 3 Millionen und man kann die verkaufen. Deswegen öffne ich hier gerne die Tradable-Dinger. Mal gucken, was wir bekommen. Wir gehen mal rein hier. Hatten wir ja schon beim letzten Mal probiert und habe ich auch gesagt, dass es echt gute Coins bringt. Also gehen wir rein. Vielleicht kriegt man jetzt sogar einen Walkout. Da kriegt man nicht keinen Walkout. Schade, wäre zu gut gewesen. 90er. Aber gut, kann ich verkaufen, ist in Ordnung. Und Benny Henrichs. Schade. Schade, Benny Henrichs, dass er eben nicht mit dem EM-Titel zu Hause gekrönt wird. Er ist ja auch ein Leidtragender von der ganzen Veranstaltung. Aber wir wollen das Ganze auch mal ein bisschen vergessen wieder. Genau, und deswegen würde ich auch sagen, ein bisschen vergessen ist auch ganz gut. Vielleicht können wir nochmal was Schönes hier 94 bis 99 ziehen. Gehen wir mal rein und bin einfach kein 94er. Ist mir gerade eingefallen, komm, das machen wir jetzt einfach mal. Gehen wir rein. Ich würde sagen, wir sehen uns, wenn das Pack am Start ist. 1,19 Euro gebe ich jetzt aus und dann werden wir einfach mal sehen, was ich daraus bekommen kann. Vielleicht ist ja was ganz Gutes mit dabei. Wir sind nämlich da. Wir gehen rein, Copa America Top 8 Angebot. Es gibt eins von zwei. Jetzt weiß ich gar nicht, was das andere war. Es ist wahrscheinlich ein Bundle. Ich habe nur gesehen, dass es ein 94 bis 99er Spieler gibt, aber ich weiß gar nicht, was es noch gibt. Ich hoffe, jetzt kommt nicht direkt der Walkout. Okay, gut. Achso, 1000 Münzen. Ist jetzt nicht allzu viel. Würde ich einfach mal so mitnehmen. Und jetzt der untauschbare Spieler. Come on, bitte gönnt einfach irgendwas Krasses. Gönnt einfach irgendwas Krasses. Copa America hat mir bisher schon echt Heftiges gegönnt. Wir gehen einfach mal rein. Auf geht's. Let's go. Wir gehen einfach rein. Komm. Ich kann jetzt nicht so laut schreien, aber gönn einfach, bitte. Uruguay. Innenverteidigung. Barca. Warte mal, wer ist denn das? Araujo. Oh mein Gott, wie gut. Wie gut. Yo. Araujo, stimmt, ich bin ja lost. Aber den nehme ich sowas von mit. Geil, Alter.
geiles Packlack wieder hier. Das Packlack ist da. Er ist natürlich untauschbar, okay. Aber für irgendeine SBC oder so ist das perfekt. Absolut perfekt, würde ich sagen an der Stelle. Super, super, super. Araujo nehme ich absolut mit. Und was ich jetzt auch absolut mitnehme, worauf ich schon lange, lange gewartet habe, worauf auch ihr lange, lange gewartet habt, weil ich es lange, lange auch angekündigt habe, Verlängerung Top 50. Ich habe Bock, Leute. Wir nehmen natürlich noch schnell das Gratis-Ding mit und dann Top 50. Ich habe so lange drauf gespart. Ich habe auf jeden Fall Bock, das Ganze mitzunehmen. Mal gucken, was passiert. Ich werde dann euch sagen, ob es sich lohnt oder nicht. Top 50 Pack, 6000 Punkte braucht man. Das ist schon einiges. Da kann so krasses Zeug drin sein, wirklich. Da kann so, so krasses Zeug drin sein. Aber es kann mich auch so komplett brechen. Also, ich sag euch, ob es sich lohnt, das Ding hier zu öffnen. Und ja, ich habe einiges gespart. Ich habe einiges getan. Wir gehen rein. Ich drück drauf in 3, 2, 1, komm schon, bitte, 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 komm schon. Das wäre jetzt so wichtig. Ja, Auswahl kaufen, bitte, bitte. Komm schon, das kann so krasses Zeug sein. 99er, 98er, es kann alles drin sein. Top 50 Spieler, die auf dem Markt sind. Bitte, wenn ihr das Pack geöffnet habt, dann schreibt rein, wen ihr drin hattet. Falls ihr das irgendwann mal geöffnet habt, das wäre jetzt so wichtig. Das wäre jetzt so, so wichtig. Irgendwas, komm, 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 komm. Ja! Oh mein Gott, jawohl, Vieira, let's go. Oh mein Gott, einfach Patrick Vieira. Ich kann hier nicht so rumschreien, ich bin hier irgendwo in Österreich. Aber das ist absolut geil. Yo, ich habe zuerst nur Philipp Lahm und Messi gesehen. Oh mein Gott, ist Messi mehr wert als Vieira? Das ist jetzt die Frage. Oh mein Gott, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wer mehr wert ist. Ist Messi oder Vieira mehr wert? Das weiß ich tatsächlich nicht. Das ist jetzt eine gute, gute Frage. Ich glaube, es ist so die Frage. Vieira oder Messi? Ich glaube, Vieira hat 99, Messi ist halt Messi. Ich glaube sogar, Messi ist teurer. Ich habe keine Ahnung. Das ist die schlimmste Auswahl, die ich hier jemals treffen musste. Ist Messi teurer oder Vieira? Also, Oblak wahrscheinlich, aber Oblak ist Torhüter. Oh Gott, das ist schwer. Ich entscheide mich jetzt, glaube ich, einfach für Vieira. Ich mache einfach Vieira und dann ist das Ding over. Der hat 99, komm, bestätigen. Und jetzt werde ich einfach wissen, und vielleicht habe ich jetzt kompletten Schmutz gemacht, dann ist es halt so, dann kann ich es nicht mehr retten. Aber Vieira ist absolut geil. Absolut geil. Das will ich jetzt wissen. Das will ich jetzt wissen. Messi, wie teuer ist Vieira, wie teuer ist Messi, das muss ich jetzt einfach mal wissen. Ey, das war jetzt wirklich, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Also das war wirklich jetzt absolut krank. Absolut krank. Warte. Wo ist Vieira? Hä? Wo ist Vieira? Bin ich lost? Achso, ich muss ihn ja noch holen. Ich muss ihn natürlich noch holen, ich bin lost. Okay, perfekt. Erstmal kurz noch das Prinzip verstehen. Sehr gut. Jetzt kann ich mir den ganzen Lachs noch abholen. Das machen wir natürlich. Alles einsammeln. Und ja gut, jetzt ist Patrick Vieira am Start. Ey, das ist so krank. Das ist so krank. Den kann ich so gut verkaufen. Den kann ich so krass verkaufen. Ey, das ist wirklich so gut. Das ist einfach gut. Das ist einfach so, so gut. Patrick Vieira. 247 Millionen. Ich glaube, Messi wird nicht so teuer sein. Ich glaube, Messi wird überhaupt nicht so teuer sein. Und wenn, dann war es dann halt so. Aber der wird nicht über 300 Millionen sein. Also, ganz ehrlich, bei aller Liebe zu Messi, aber das ist eine Toti-Karte. Das ist eine Toti-Karte, also Messi, jetzt bin ich gespannt, jetzt bin ich so gespannt. Komm, 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 komm. Und, ey, komm, bitte mach jetzt nicht diesen Markt. Messi, 299. Er wäre doch teurer gewesen. Oder er wäre doch teurer gewesen. Ja gut. Die 50 Millionen kann ich verschmerzen. Die 50 Millionen, okay. Ja. Na, 313 sogar. Ah, das tut ein bisschen weh, muss ich sagen. Es tut ein bisschen weh. Und Oblak, was war mit dem? Nur mal so rein spaßigshalber das nochmal testen. Aber Messi tut weh, muss ich sagen. 187 ist okay. Da war ich gut mit Vieira. Mit Patrick, dem Ehrenbruder. Und was mache ich mit Lahm? Oder was wäre mit Lahm?
Der ist bestimmt auch nicht so teuer. Was ist mit Lahm? Also Messi ist wirklich... Messi ist halt Messi. 185, okay. Ja, da kann ich halt auch nicht viel machen. Ist halt so. Was würdet ihr sagen mit Patrick Vieira? Sollte ich den Mann verkaufen oder soll ich den spielen? Ich habe halt gerade Valverde zum Beispiel drin. 259, okay. Ich habe halt gerade Valverde drin und könnte den vielleicht sogar für Valverde spielen. Also das wäre jetzt... Oder für Ballack. Ballack oder Valverde halt raus. Was meint ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Ey, das ist so krank. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Morgen wieder ein wildes Video. Hier nochmal das Team. Seid dabei. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.